2 Wochen war ich weg. Und ja, verehrte Damen und Herren, ich bin wieder zurück. Es ist viel geschehen und ihr werdet in diesem Vlog auch alles erfahren, was passiert ist. Hier sind wir. 7 Jungs. Oder 6. FC Unternehmen! Party. Laute Musik. Lauter von Losers. Rumgeschrei. Ihr kriegt das maximale Paket. Viel Spaß bei der Folge aus Palma de Mallorca. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder am Ibiza Flughafen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video veröffentlichen werde. Auf jeden Fall geht es jetzt nach Mallorca. Ende war ziemlich beschissen, muss ich ehrlich sagen. Komplett beschissen. Werde ich euch erzählen, wenn wir in Mallorca angekommen sind im Hotel. Keine Ahnung, Alter. Also sowas ist mir noch nie passiert. Die Leute steigen ein, es ist eine sehr, sehr kleine Maschine, aber wir fliegen jetzt. Let's go. Was ich jetzt hier nochmal im Flugzeug sagen möchte, ist, ich war noch nie so am Boden wie heute. Ich weiß noch nicht, wie cool dieser Vlog wird. Also ich erkläre es euch mal ganz kurz. Wir waren noch an einem letzten Aussichtspunkt, da zeige ich euch jetzt Bilder von. Waren die letzten 3 Stunden hier auf Ibiza, oder besser gesagt auf Ibiza, ich bin jetzt in Palma. Und dreimal durch die Ratten, was passiert ist. Gepäck war im Auto, Kamera, Laptop, von mir alles weg. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, ich filme mit dem Handy. Ah, da müssen wir jetzt durch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt hier noch genießen soll, aber einfach Freestyle, einfach mal schauen, was passiert. Ich bin auch so unnötig, also ich bin so richtig sauer. Ich habe sogar noch gesagt, hey, lassen wir Gepäck im Hotel. Aber wir hatten es eilig, deswegen haben wir gesagt, hey, wir fahren da schnell hoch, machen Drohnenshots. Dann fahren wir direkt zum Flughafen. Also wirklich, die letzten 1,5 Stunden wurden mir noch meine verfluchte Kamera, Laptop, Bargeld von Lukas. Lukas, seine Kamera hatten wir natürlich mit oben dabei. Drohne auch. Das wäre auch alles weg gewesen. Also alles, was wir an Bargeld hatten, plus alle teuren elektronischen Geräte. Ja, Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, ich weiß nicht mehr, was heute alles passiert. Ich weiß auch nicht, wann dieses Video online geht. Ich muss mir einen neuen Laptop holen, eine neue Kamera. Schmeckt. Das komplett Kranke an der Geschichte ist, mir passieren solche Sachen nie. Wirklich, ich bin so ein paranoider Mensch. Ich überlege immer 5-mal, wie, wo, was könnte da was passieren. Wir waren 30 Minuten von diesem Auto weg. Wir haben es erst 2 Stunden später gemerkt, dass uns das Zeug geklaut wurde, weil die das so schlau geklaut haben. Die haben wirklich nur Bargeld, Kreditkarten, Reisepässe, alles ist da. Was mich auch hart triggert, ist in Spanien, wenn es heißt, du musst gerade gehen, dann zeigt der Pfeil nach unten. Ich glaube, bei uns, wenn mich nicht alles täuscht, zeigt der Pfeil nach oben, dass du weißt, da lang. Heartly welcome in Palma de Mallorca. Das letzte Mal war ich hier, als ich 11 war oder so. Ich wollte eigentlich mies im Megapark, Bierkönig, irgendwas richtig Heftiges machen. Er sieht wunderschön aus, aber meine Laune ist so am Arsch einfach. Hotel Florida Magaluf. Florida. How much will it be? What do you think? How much? Yeah, how much? Ich habe 43, 44. Ja, Leute, ich habe jetzt gerade mit Uber geschaut. Mit Uber hätte so 70 Euro gekostet. Deswegen habe ich jetzt mal gecheckt, ob man mit Karte bezahlen kann. Kann man. Deswegen glaube ich, ist die schlauere Idee auf jeden Fall hier nicht mit Uber zu fahren, sondern ein Taxi zu nehmen. Und ich mache auch immer das Navi an. Weil die fahren hier nicht auf Zeit, sondern auf Distanz. Deswegen macht das Navi an, schaut, wenn der viel rechts, links fällt, direkt einschreiten. Ne? Tipps. Vom beklauten Randy, Digga. Was gebe ich eigentlich Tipps, Digga? Mir wurde gerade mein Laptop und meine Kamera geklaut. Ist keine 3 Stunden her. Zweiter Tag. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen. Palma de Mallorca. Ich weiß nicht genau, wie wir hier in Palma sind. Ich glaube nicht. Ich kenne mich auch gar nicht aus hier auf der Insel. Aber es ist sehr, sehr schön hier. Wenn jemand weiß, wo wir uns hier befinden, helft gerne mit. Ich habe schon da unten ein Handtuch reserviert, weil das ist sehr deutsch hier. Die reservieren alle, dann gehen sie frühstücken. Ich war schon beim Sport. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin ziemlich sauer. Immer noch. Aber ja, für alle Probleme gibt es eine Lösung. Ich denke, dass wir heute Abend auf jeden Fall wir zusammen schauen einfach mal, was auf Palma oder was in Palma so geht. Ich weiß, ich werde euch so, ich will auch mal diese Mallorca-Experience auf jeden Fall mitnehmen. Es sind ein paar Jungs von mir aus München hier. Das heißt, es könnte sehr, sehr lustig werden. Wir schauen uns das Ganze an. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in dem Vlog. An die, die meine Kamera und meinen Laptop geklaut haben. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. 6,5. Wichtig, die Binde ist am Arm. Herzlich willkommen am Ballermann, Ladies and Gentlemen. Hier geht's auf jeden Fall ab. Da ist der Strand auf jeden Fall. Ich war, glaube ich, hier gestern bis 11 Uhr nachts oder so, oder 0 Uhr. Also ab dann, wenn es dunkel ist, wird es schon sehr, sehr wild, muss ich ehrlich sagen. Also, mit diesen verrückten Jungs bin ich unterwegs. Also, das ist ja komplett krank. Thank you.
Wie geht's uns? Hey, you ready, fam? You ready? Alles klar. Alles wild. Alles wild. Wie viel schon getrunken? Okay, wir gehen auf Supermarkt. Auf jeden Fall mit diesen verrückten Menschen hier bin ich unterwegs. Das ist Münchner Gruppe, komplett. Let's go. Warnweste habe ich mir gestern auch gedacht. Das ist auch ein gute Fashion-Move hier. Du nimmst einfach das mit am meisten Prozent, Bruder. Der Mann hat gerade einen Drink hier gefunden. 6,4%. Machen wir da einen guten Preis, oder? Machen wir ein bisschen Rabatt. Das Wetter ist warm. Es wird ekelhaft, schwitzig, nass, stinkend, alles. Komplett. Was sagt ihr zu Crew? 1 bis 10. Die Jungs sehen fresh aus. Ey, alle Single, oder? Ja. Bei mir... Trink. Cheers, Leute. Cheers. So, geht's immer dabei sein. Spaßfaktor 10. Jetzt geht's los. Noch eine Runde. Ich hab meine Lippen berührt. Aber Herpes holst du dir eh noch irgendwie heute. Wir starten rein, Ladies and Gentlemen. Wir sehen uns drin. FC Hau daneben wird jetzt da reingehen. Da werde ich meine zukünftige Ex-Freundin finden. Danke. Schau, die sind alle schon wasted, die Leute. Welcher? Wer? Die Leute. Geht? Wir stinken so nach Kotze, gell? Ja. Wir haben hübsche Tänzerin. Wir haben eine hübsche Bedienung. Die Dame kümmert sich jetzt um uns. 120, 6 Leute. Nehmen wir. Yeah. Als man merkt, wir sind der frischeste Tisch. Der Mann ist Weltmeister. The Champions. We are the Champions. No time for losers. Cause we are the Champions of the world. Perfect. Junge. Das heißt nur Megapark wegen uns. Vergesst es nicht. Bruder, der ist immer noch größer als du. Adi, 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 oh. Auf einen wunderschönen Tag im Megapark. Ticke-Tacke! Hey! Ich nur noch mal erklären wollte, der Mann kennt sich aus mit Fußball. Die Kapitänsbinde trägt man nicht rechts, sondern links. Der Bizeps ist besser. Stärker als der. Ah, okay. Der Mann ist verliebt schon. Dario! Video wird selber am 18. Aktuell, wir wärmen uns auf, vorm Spiel, halbe Stunde regenerieren, nochmal vollen Fokus fassen und gleich geht's in die ersten 10 Minuten. Wir sind die wichtigsten im Spiel. Yeah! Hau daneben! FC Hau daneben! FC Hau daneben! Jetzt geht's ab! Also FC Hau daneben ist auf jeden Fall da. Zeig her! Ach so! Ja, komm jetzt! Dario Casola! Hey! Wie viele Frauen? 100! Falsch! Alle! Bist du heute Single? Nein! Sie ist gerade irgendwo und denkt vielleicht an mich. Baby, Baby, sag doch, was es geht. Oh, check out, so hard by me. Seid ihr alle ready? Hey! Go!
Der Mann hat die Kapitänsbinde jetzt für den Riss. Wohlverdient, sagst du? Wohlverdient. Kapitän. Der Tisch, komplette Katastrophe. Also das hier, komplette Katastrophe. Für alle Leute, die sich beschweren, dass der Content kein Style hat, ja, hat er auch nicht. Es ist der Moment. Du musst auf die Knie, Bro. Oh, 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 oh. Yoga, 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 Yoga. Ey, die zwei Brüder haben die Kapitänsbinden jetzt. Man muss fair sein, man muss sie abgeben. Ja? Oh, warum, warum? Der muss einwechseln. Das ist der Preis, den du bezahlst. Oh mein Gott! Der Mann hat sich verdient. Messi, 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 Messi! Oh! Oh! Wir sind am Überlegen, ob wir das machen. Der Mann hängt 40 Sekunden. Also ich sag, ich schaff's safe über eine Minute. Nicht schwingen, nicht schwingen! 1,40 aus Wissen. 30, 50 Euro, 3 Minuten 100, 3,30. Mach deine Hände noch! Das ist schwer. Diese Griffkraft ist einzige. Du brauchst Steinhände. 2 Minuten easy, Bro. 5 Euro Einsatz, ab 2,30 kriegst du 50. Come on, Randy. Don't get you by you. Also, Ladies and Gentlemen, die Stange dreht sich. 1 Minute 6 habe ich, aber keine Chance. Bestes Bild ever. Unser Kapitän Numero Uno, weil er der Kapitän von uns allen war. Ja! Ja, ja! Tony! 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 Hey! 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 Wir legen eine ganz kurze Pause ein. Wasser und Elektrolyte. Una, warte, por favor. So. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, Ladies and Gentlemen. Boah, es ist so geil, gell? Ja, glaube ich, so geil. Der Mann hat keine Ahnung, dass er gleich wieder seine Schuhe anziehen muss. Ich bin gerade am Überlegen, wer wäre dafür gemacht. Es gibt jetzt den Zwiespalt. Der Mann ist safe heute der Riss-Boss. Der Mann ist aber der Drink-Boss. Riyad, 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 Riyad! FC haut daneben! Wie betrunken willst du sein? Ja. Die beiden, ja. Ein paar Sekunden. Es landet aber nicht auf den Schuss. Ich gebe dir einen Fufi, sie will mich abziehen. Ich gebe Fufi, ich so, hey, Rückgeld. Sie so, ah, stimmt. Okay, ich gebe dir einen Fufi. Ey, das kriegt nicht auf Split weiß. Sag mal kurz, sie will mich abziehen, sie sagt nix. Ich so, hey, ich hab dir Fufi gegeben. Ah, sie so, sorry. Sie gibt mir Rückgeld. Schaut jetzt, okay? Bitte schaut jetzt, sie gibt mir Rückgeld. Ich glaube, sie gegeben. 20. 20? Nein! Sie hat die 55 gegeben! Der Mann lässt sich gerade den Zopf öffnen. Du schuldest jetzt der Dame was, Bro. Ich würde eigentlich so 50 geben. Der Mann schneidet auf jeden Fall schönes Dönerfleisch für uns hier ab. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Rot ist Katastrophe. 6,8. Fleisch schmeckt gut, aber Chips. 6,8. 5, Mäser nicht. Mäser auch gar nicht. Der Döner schmeckt einfach nach Subway. Ich finde, er erfüllt seinen Job. Ja, ja, auf unser Modus. Er erfüllt seinen Job. Du sagst es. Das war ein Release drin. Was? Es ist halt auch keine Soße. Es ist so salzig, Alter. Es ist viel zu überreizt. 6,8 war wirklich eigentlich von mir bodenlos. Ja, aber es ist keine 6,8. Ja, deswegen habe ich 5 gesagt, Bro. Es ist nicht mal eine 6, ja. Egal, wir gönnen das denen. Wir gönnen das denen. Wir lassen mal die Benotung so stehen. Ihr habt es gehört. Was gibst du, Bro? Eine solide 5,5. Was gibst du, Bro? Der Mann gibt eine 2. Bro, ich gebe eine 6. Okay. 6? Eine 6. Alles unter 5 würde ich nicht mehr essen, egal wie am Arsch ich wäre. Und ich würde den wieder essen, wenn ich hier bin. Herzlich willkommen beim Bierkönig. Wir gehen rein. Bierkönig, Stimmung so. Wie ist die Motivation? Auf FC Hau daneben, Männer. Cheers! FC Hau daneben.
Leben, jetzt geht's ab! Also ich sag's mal so, ich bin jetzt kein Profi, was Bierkönig angeht. Stimmung ist cool, aber ist unter Oktoberfest so Megapark war deutsch besser, oder? Kann sein, dass sich am Abend ändert, weiß ich nicht. Aber so wie es jetzt gerade hier aussieht, Ich sag, Megapark ist ein bisschen besser, Bro. Megapark ist viel geiler. Stimmung hier drin, wir werden es jetzt kurz übernehmen. Dreimal zicke zacke. Ich will dreimal Schusstor. Und danach will ich das abgefuckte FC Hauterleben, was geht. Zicke zacke, zicke zacke. Hey, hey, hey. Schusstor, Schusstor, FC Hauterleben. By the way, das Bier ist gut. Die Leute sind am Schlafen hier. Wie heißt die Dame? Der muss ich folgen auf Instagram. Bierkönig kriegt von mir eine 6 von 10 für die Zeit, wo wir waren, weil war jetzt einfach nicht so ein Highlight. Das ist der Modus, Ladies and Gentlemen, ja? Trinken Wasser, damit ihr dehydriert bleibt. Damit ihr hydriert bleibt, oder? Tiffany, Tiffany. Finanziert von der Straße, war nächtelang nur am Hasseln. Tiffany, Tiffany, Tiffany. Ho? Langsam wird's dunkel. Langsam. Also, hey, schön, dass. Gut, dass wir uns jetzt. Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder im Megapark. Und jetzt gehen wir runter in den bezahlten Bereich. 25 Euro, dann bekommt ihr so einen Chip. 5 von diesen Chips heißt eine Säule umsonst. Ich habe gestern von 2 Zuschauern auf jeden Fall 2 bekommen. Und wir sind heute 6 Leute, das heißt, wir haben 9. Wait a minute. Perfect. Weil wir schlau sind, wir sind Macher, wir bezahlen nicht dumm. Döp, 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 dadadadum, döp, döp. Jetzt reicht's aber dann doch mal, oder? Ab jetzt wird's dunkler Content, ist wie es ist. Maxwell wird heute hier auftreten. Hey, wir haben einen komplett kranken Tisch. Bro, dort ist Maxwell, Bro. Dein Bruder ist so ein Macher. Es ist so warm hier drin. 40 Grad Sahara. Aber das ist hässlich. Hast du nicht gesagt? Video ist aus, weil er hat FC Bayern beleidigt.